Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir basteln heute einen Milchkarton und zwar in so einer Größe. Das heißt, der ist hier nur 4 cm hoch, aber hat hier unten eine Breite von 7 cm. Und inspiriert wurde ich von dem Milchkarton, den ich im Teddy gefunden habe. 1,50 Euro. Hier steht, es sind Notizzettel drin. Und ja, man konnte das Ganze nicht einsehen. Ja, im Laden darf man nicht aufmachen und so. Das sind jetzt, glaube ich, auch die ersten Notizzettel, in die man nicht reingucken kann. Also so eine Box, ne, in die man halt nicht reingucken kann, die es beim Teddy gibt. Da steht auch nichts drauf, außer dass es 300 Notizzettel sind und dass es 1,50 Euro gekostet hat. Ja, zu Hause wollte ich dann natürlich wissen, wie das Ganze aussieht. Wahrscheinlich, ich habe mir schon gedacht, dass es bestimmt nur Blanko-Notizzettel sind und genau so ist es auch. Und hier habe ich die dann aufgemacht und man sieht, Blanko-Notizzettel. Ich möchte die aber eigentlich auch gar nicht verwenden, sondern diese Box, weil ich die so cool fand, irgendwo hinstellen und mich darüber freuen. Die gibt es auch noch in Schwarz-Weiß, aber ich dachte, nee, ich nehme jetzt einfach mal die mit. Ist ja egal, steht halt jetzt mal darum, ne? Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, oh, können wir ja mal nachbasteln. Und jetzt machen wir mal einen, in den schön was reinpasst. Und ja, wir brauchen ein Stück Farbkarton mit dem Maß 29 x 13,5 cm. Und Achtung, jetzt kommt's. Ich habe ein neues Schneid- und Falzbrett. Das neue von Be Our Memory Keepers. Und ich persönlich bin begeistert. Ich finde es toll. Wenn ihr darüber ein ausgiebiges Video von mir sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile sind, vielleicht auch die Nachteile, hinterlasst mir einen Kommentar und ich werde ein Video für euch abdrehen. So, jetzt aber 29 cm mal 13,5. Das Ganze wird gefalzt und zwar an der langen Seite. Moment, wo ist mein Falzbein hin? Wo habe ich jetzt mein Falzbein hingelegt? Ah, da ist es. Hat sich versteckt. Also. Jetzt noch einmal, ich muss ganz kurz einmal umbauen. Wir falzen an der langen Seite bei 7 cm, bei 14, 21 und 28 cm und an der kurzen Seite bei 4, bei 8. Und bei 12 cm. Und das ist auch schon alles. Dann braucht ihr noch, das könnt ihr ja natürlich direkt zuschneiden, noch Designerpapier. Und zwar 4, beziehungsweise es sind 6 Stücke. Ich hatte zuerst hier nur hier keinen drauf gemacht, aber ich finde, das ist einfach ein bisschen nackig. Und deswegen braucht ihr 6 Stücke Designerpapier in dem Maß 3,5 mal 6,5 cm. So, dann wird einmal alles nachgefalzt. Das Ganze geht eigentlich relativ schnell. Ich dachte auch immer, es ist doch mehr Aufwand, aber nein, dem ist nicht so. Der Farbkarton, den ich hier jetzt aktuell benutze, der ist von Faltkarten. Da habe ich noch ein paar Reste. Und im Moment warte ich, bis der neue Katalog von Stampin' Up! Rauskommt, damit ich dort die neuen Produkte bestellen kann. Ja, so, also ihr habt hier oben noch dieses kleine Feld,
dieses 1,5 cm große, das wird in die andere Richtung gefalzt. Denn das ist diese Lasche, die hier nach oben kommt. Ihr könnt das auch, wenn ihr das mit dem Schneidbrett vorfalzt, auch einmal so rum einlegen und hier dann falzen. Ich habe jetzt alles eben in der gleichen Richtung gefalzt, weil ich finde, das macht gar keinen Unterschied. Okay, also ihr legt es euch jetzt so hin, dass ihr oben die kurze Lasche habt und hier rechts die kleine Lasche. Das sind die Klebelaschen auf der rechten Seite. Das heißt, hier unten das kleine Rechteck können wir komplett rausschneiden. Ich schneide diese Linie nach oben hin gerade ein und nur hier schräge ich einmal ab. Und hier unten schneiden wir jeweils bis zur kreuzenden Falzlinie ein, aber auch gerade, denn ich möchte nicht, dass man am Boden dann die Schrägen sieht. So. Und als nächstes kleben wir auch schon das Designerpapier auf. Also man kann es auch aufkleben, wenn die Box zusammengebaut ist, aber so ist es eben einfacher. Ja, ihr habt hier unten den Boden, das heißt, wir kleben hier auf diese vier das Designerpapier auf. Ich habe hier auch das Geburtstags-Soree, das besondere Designerpapier verwendet. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier zwei Stücke habe, die zusammengehören. Denn das habe ich auch bei dem anderen gemacht. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ja, ist auch nicht so wild. Okay, kleben wir die auf. Vier Stücke. Also eines kann ich euch auch schon sagen aus diesem neuen Stampin' Up! Katalog. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon ganz viele, die ihre Vor-Vor-Order bei YouTube zeigen. Die neuen In-Color-Farben sind echt ein Traum. Also Grün und Blau war ja noch nie so meins, ne? Aber das Kussrot, sehr schön. Finde ich richtig toll. Ich kaufe mir auch nie alles. Es wird auch ein Produktpaket geben, das es auch für die Kunden im Vorverkauf gibt. Ja, kann ich theoretisch auch jetzt schon vorbestellen, aber mir gefällt es nicht und deswegen kaufe ich es dann auch nicht. Ich kaufe nur das, was mir gefällt. Aber im neuen Katalog sind richtig tolle Stempelsets drin, richtig tolle Stanzen und ja, ist alles einfach nur ein Traum. Aber mehr seht ihr ja dann, wenn der Katalog rauskommt. Okay. Jetzt kleben wir erstmal das hier noch zusammen und zwar die anderen beiden, die klebe ich dann am Schluss hier drauf. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier die Box zusammengeklebt bekomme. Auf diese schmale Lasche gebe ich jetzt Abreißklebeband drauf. Den Boden klebe ich mit Flüssigkleber zusammen, denn dann muss ich mir jetzt nicht überlegen, was ist jetzt vorne, was ist hinten und wo muss der Klebestreifen hin. Das mache ich dann ganz spontan. So, und damit ihr das schön gerade zusammenklebt, einfach so zusammenlegen und übereinander kleben. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich achte jetzt darauf, dass meine Klebelasche nach hinten zeigt. Ja, das heißt, hier hinten ist meine Falz und dann ist hier vorne. No, hier habe ich ein bisschen schief geklebt. Oder ich nehme das hier für vorne. Genau, dann ist hier trotzdem hinten meine Falz.
Das heißt, beim Boden verfahre ich so, dass ich dann zuerst die Seiten einklappe, dann den hinteren Teil und dann den vorderen Teil. Ja, hier ist hinten meine Klebelasche, hier ist vorne. Und wie gesagt, ich klebe das mit Flüssigkleber fest. Das heißt, ich gebe hier einfach auf die Lasche ein bisschen, na komm raus, ein bisschen Kleber auf. So. Das ist ja hinten, da kann ich dann hier komplett Kleber auftragen. Und das hier ist vorne, da kann ich ebenfalls komplett Kleber anbringen. Und schon ist das Ganze zugeklebt. So, jetzt gehe ich noch einmal mit dem Falzbein hier rein und drücke den Boden fest. So, jetzt achte ich noch mal darauf, dass ich den hinteren Teil hinten habe, das was hinten sein soll, und gehe jetzt mit meinen Fingern hier rein und drücke das hier so zusammen. Dadurch entsteht hier oben diese Lasche und hier an der Seite gehe ich einfach noch mal so dazwischen. Und forme mir das mit den Fingern noch einmal zurecht, damit das hier eine schöne Kante gibt. Jetzt sieht das hier so ein bisschen rundlich aus und ich mache das jetzt einfach nur ein bisschen platt sozusagen, damit das halt ein schönes Dreieck ergibt. So, und dann könnt ihr noch die anderen beiden Designerpapiere aufkleben. Aber jetzt seht ihr, was ich meine. Ich finde, das ist hier ein bisschen zu nackig. Klar, wenn man jetzt die Deko da noch drauf hat und dann, ja, ist das vielleicht nicht mehr so nackig, aber das ist ja alles Geschmackssache. Ich klebe jetzt zuerst mal diese beiden Designerpapiere noch auf. Und dann habe ich mir auch ein bisschen Deko überlegt, die genauso aussieht wie hier oder zumindest so ähnlich. Und zwar habe ich mir auch ein paar Schmetterlinge ausgestanzt. Ja, ich gebe es zu, ich stehe auf Schmetterlinge. Also, mir gefallen die eben richtig gut und ich finde auch jetzt gerade zur Jahreszeit passen die doch hervorragend dazu. Wie gesagt, hier noch eine Klammer. Nur damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ich habe hier ein paar Mini-Gummibärchen. Also ihr habt hier ordentlich Platz drin. Ne? Die gehen hier schon da drin verloren. Da passen noch ein paar rein. Mindestens. Passen, glaube ich, noch zwei paar rein. Ja, da ist wie gesagt ordentlich Platz drin. Und das Tolle ist eben auch, man muss die Verpackung nicht zerstören, um diese zu öffnen und zu schließen. Man kann sie wiederverwenden. Und ja, ich habe jetzt wie gesagt hier aus dem Paket, aus diesem Kreativset Geburtstagssorry, habe ich hier die Klammern verwendet. Ich habe hier auch so ein paar Blümchen verwendet. Und ich habe ein für dich, das habe ich schon gestempelt. Hier allerdings in Schwarz. Ja, in Schwarz und werde hier hinten dran ebenfalls so ein paar Blümchen hinten dran anbringen. Mal gucken, ich glaube aber, das ist dann, das sieht man nicht so wirklich. Würde aber auch gehen, da muss man sich die ganzen Blumen nicht zurechtschneiden. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt mal so. So. Eine Klammer.
dann einmal die Abstandsklebepads für den Spruch. Und ich klebe dann das hier so plan auf. Und zwar so, dass es auch wirklich ein bisschen hier über den Rand rausstehen kann, dass man das eben auch sieht, dass da noch was hinten dran ist. Und für hier oben habe ich mir ebenfalls Schmetterlinge ausgestanzt. Und zwar, weil ich noch nicht wusste, in welchen Farben ich die jetzt verwende, habe ich ihr einmal auch Silber und Blau oder Rosa und Blau oder nur in Rosa. Oder so rum. Man weiß es nie, ne? Das ist echt schwierig, aber ich glaube, ich werde es so rum machen, damit ich hier das Rosane noch mit aufgreife. Erstmal muss ich hier das Ganze ausgestanzt hier rauspuppeln. Ja, ich habe auch diese Matte, aber ehrlich gesagt, ja, ich verwende sie nicht mehr. Ich habe sie unbedingt haben wollen, habe sie dann auch am Anfang benutzt und seit ich das Cuttermesser habe, stanze ich mir die kleinen filigranen Teile auch so hier raus. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Aber wenn man diese Bürste von Sizzix hat mit dieser Matte, wo man sich hier so drüber rollt, geht auch nicht immer alles raus. Und je nachdem, was es ist, habe ich auch schon festgestellt, dass man sich sein Stanzteil kaputt macht. Und zudem, da man ja die ganze Zeit mit der Bürste über das Stanzteil hier drüber rollt, wählt das sich auch richtig schön. Deswegen nehme ich mir die Zeit und mache das einfach mal von Hand. Hat auch ein bisschen was Meditatives für den einen oder anderen. Stimmt nicht für jeden, manche nervt das sicherlich auch tierisch. So, erledigt. Ich erstmal die ganzen Schnipselchen hier weg. Also. Oder ich nehme diesen hier nur in rosa, ohne irgendeinen Hintergrund hinten dran. Also ich habe überlegt, entweder hier so ein Blau, Blau hinten dran, als Kontrast, oder eben das in Silber. Schmeiß weg, tut sich fest. Oh Gott. Oh. Also, oder hier in Silber. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich lasse den einfach nur in Blau. Beziehungsweise wir machen es heute mal anders. Die Deko läuft nicht weg. Schreibt mir in die Kommentare, was euch besser gefällt. Wenn wir das hier mit dem blauen Schmetterling hinterlegen oder mit dem silbernen Schmetterling oder wenn wir hier gar nicht hinterlegen, sondern nur den rosanen aufkleben. Oder der blaue wird wohl untergehen. Also, ihr habt die Wahl. Nur rosa mit Silber hinterlegt oder mit Blau hinterlegt. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefällt. Und ja, davon, wo ich die meisten Stimmen dann sozusagen habe, das kommt dann hier als Deko drauf. Die Auflösung kann ich euch ja auch einfach mal zwischendurch in dem nächsten Video dann zeigen. Hätte ich jetzt mal so gesagt, ne? Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Kritik oder wie auch immer, könnt ihr mir das in den Kommentaren schreiben, in die Kommentare schreiben. Oder ihr schickt mir eine E-Mail, die verlinke ich euch unten auch in der Infobox. Ja,
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert meinen Kanal, schaut auch gerne mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.